Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Heute malen wir gemeinsam Schneeglöckchen. Es wird Frühling. Im Wald duftet es herrlich. Nach dieser Frühlingszeit, alles schimmert schon in saftigen Farben, sodass man merkt, der Saft strömt ein. Und ja, bald werden wir wirklich diesen grünen, herrlichen Frühling genießen dürfen. Die Vögel holen zwar noch Futter beim Vogelhäuschen, aber das kann ja auch noch länger dauern. Die genießen das einfach, dass sie hier immer mal wieder gefüttert werden, was ja auch sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, wo sie nicht mehr so viel finden. Ja, wie gesagt, der Wald ist herrlich. Geht hinaus und genießt auch eine Stunde von dieser Herrlichkeit. Man kann Kraft tanken und entspannen, sich im Blau des Himmels verlieren und zwischen den Bäumen am Boden erste kleine Sprösslinge finden. Die Bäume treiben Saft und gehen langsam in die Knospen. Es ist eine wunderschöne Zeit. Ja, ich habe kürzlich in meinem Regal dieses wunderschöne Buch entdeckt. Geschrieben und gemalt von der Edith Holm, ein Tagebuch, und da sind zum Beispiel auch so diese wunderschönen Schneeglöckchen drin. Oder hier, wie sie da unter diesem Haselbusch stehen und mit den Vögelchen und überall von Hand wunderschön dazu geschrieben. Also ein sehr wertvolles Buch für mich. Also ich liebe solche Bücher. In solchen Büchern zu blättern, die da noch von Hand illustriert sind. Und dieses ist ganz besonders schön in meinen Augen. Die erste Auflage stammt aus dem Jahr 1979, gemalt wurde und geschrieben wurde es aber im Jahr 1906, also schon sehr lange her. Ja. Aus dem Grund heute nun zu diesem Schneeglöckchenbild. Viel Freude beim Ausprobieren. Bis gleich. Nun starten wir mit unseren Schneeglöckchen. Sehr einfach, auch für Anfänger, ideal geeignet. Beginnen wir auf dem angefeuchteten Aquarellpapier. Die Materialien findet ihr unten in der Box. Wir verwenden den Ella-Stipp und ein Kobalt-Türkis, in der Mitte links davon ein Heliozyllin-Blau, was wir dann auch noch ein bisschen intensivieren. Eine Mischung aus Kobalt-Türkis und Heliozyllin-Blau bedeckt den Himmel sehr kräftig, dass man die Glöckchen gut auswaschen kann dazwischen. Das ist wichtig, dass das Blau genug dunkel ist, so kann das Weiß nachher heller da herausscheinen, herausleuchten aus diesem Blau. Von unten geben wir ein Goldocker dazu, alles noch auf dem feuchten Aquarellpapier mit dem Ella-Stipp und verbinden die beiden Farben ein bisschen ineinander. Nun verwenden wir einen Schriftenpinsel, einen feinen, und ziehen damit feine Gräser in das Blau hinein, von unten nun auch mit einem Undersea Green und letztendlich auch noch mit einem Gelbgrün, sodass wir ein bisschen verschiedene Nuancen in unserem Bild haben, auch im Hintergrund schon. Wir gehen nachher natürlich auch für das Genauere noch im Vordergrund noch einmal ganz intensiv über diesen gemalten Hintergrund. Wie gesagt, hier jetzt das Gelbgrün auch noch zuletzt. Das ist eine Farbe, die sehr schön aus einem blau-türkisen Himmel heraus leuchtet. Ihr seht es jetzt schon, wie da ein Licht hineinkommt, ähnlich wie beim Goldocker im Bodenbereich. Ja, wenn wir das Ganze dann trocknen lassen, zuerst noch mit dem feinen Schriftenpinsel ein paar Wassertropfen hineingeben, sodass der Hintergrund sich ein bisschen bewegt beim Trocknen. Jetzt habe ich es trocknen lassen und mit einem Schrubberpinsel, hier ist es einfach ein alter Detailpinsel, also ein alter Cosmotopspin Nummer 4 von Da Vinci. Und ja, so wasche ich jetzt einfach abgetupft mit einem sauberen Taschentuch schöne weiße Schneeglöckchen aus dem Hintergrund.
Wir machen das ganz ohne Vorskizzieren, so sind wir frei, dass wir sie dorthin setzen, wo es uns gefällt. Und wie gesagt, Schneeglöckchen sind ja auch sehr einfach zum Auswaschen. Das sind einfach 3 bis 5 Blätter, je nachdem, wie viel man andeuten möchte. Oder eben diese Knospen. Ich habe extra mit den Knospen angefangen. Das sind Ovale und das, glaube ich, schafft jeder. Und da kann man einfach schon ein bisschen ausprobieren, wie fühlt sich diese Auswaschtechnik auf dem Papier überhaupt an. Man raut, man wischt mit dem Pinsel ein bisschen die Farbe herunter und tupft sie dann weg mit dem Taschentuch. So kann ich weitergehen, noch ein paar weitere Knospen und Blüten anbringen. Wenn die intensiv weißen Blüten dann angebracht sind, kann man auch weiter im Hintergrund noch ein paar zartere Blüten und Knospen anlegen. Also nur ganz wenig anrauen und ihr seht es, ich tupfe immer sofort darüber. So kommen diese Blüten mehr in den Hintergrund. Jetzt habe ich dann schon ein Vorne und Hintern, was ich natürlich in den nächsten Arbeitsschritten noch verstärken werde. Wir holen jetzt wieder ein Undersea Green und machen den kleinen, das kleine Hütchen, wo die Schneeglocke angewachsen ist, von oben her. Man kann da auch ein bisschen Gelbgrün und Undersea Green mischen, dass es nicht ganz so dunkel ist, und bei den Zarten im Hintergrund einfach hinmalen und abtupfen, sodass es nur angedeutet ist. Also dass man das nur sehr zart sieht, aber dass es trotzdem nicht fehlt. Also man hat da, ja, man muss auch die hinteren beachten, die eigentlich in der Ferne wachsen, so ein bisschen verschwommen, schimmernd im Hintergrund. Nun gehen wir wieder drüber mit dem Cosmotop Spin Nummer 4 von Da Vinci und malen mit Gelbgrün und Undersea Green, malen wir die Schneeglöckchenblätter ins Bild und Stiele. Und ihr seht, die Schneeglöckchen hängen nicht wie Glockenblume am obersten Ende des Stiels, sondern die haben Blätter und unter diesen Blättern, wie unter einem geschützten Dach, hängen an zarten Stielen diese Glöckchen daran. Das macht diese Schneeglöckchen auch so wunderschön filigran, wo man wirklich das Gefühl hat, die können läutern im Frühling. Wenn man ganz leise ist und hinausgeht im Frühling, hört man sie ganz zart läutern. Ein kleines Schneeglöckchenkonzert. Jedenfalls habe ich mir das als Kind immer so vorgestellt. Ich bin oft ganz still in den Garten, habe ich mich hingestellt in unseren Schneeglöckchengarten und habe gehorcht. Und natürlich habe ich da wirklich kleine Glöckchen läutern hören. Von unten gehen wir jetzt mit einem Goldocker auch in diesen trockenen Untergrund noch ein bisschen hinein. Und ihr seht, die Farbe löst auch ein bisschen die Untergrundfarbe und ich bekomme hellere Stellen auch im unteren Bereich. Ich gehe auch mit einem Undersea Green hinein und habe so hellere und dunklere Stellen. Das macht mein Bild bewegt. Nun ganz kurz zu meiner Aquarellschule Traumlandschaften in Aquarell, welche ihr im Shop findet, dazu auch den Ella-Stipp. Also schaut vorbei, ich freue mich. Und jetzt weiter mit unserem Bild. Wie gesagt, diese Glöckchen, hier seht ihr es, die hängen ganz zart an einem feinen Stiel und können dadurch wunderschön läutern. Wir können jetzt die grünen Blätter noch ein bisschen aufhellen, indem wir einzelne Stellen ein bisschen auswaschen am Blatt oder eben auch am Stiel, sodass, ja, Licht hineinkommt. Auch an diesen kleinen Hütchen gehören natürlich die exponierteren Stellen ausgewaschen. So bekommen wir ein Vorne und Hinten und der ganze Bereich, die ganzen Blätter, die werden dreidimensional und bewegt. Das Bild wird lebendig, einfach weil wir Licht hineinbringen und so haben wir Licht und Schatten und ein Vorne und Hinten. Die Glöckchen leuchten, die läuten und es gibt auch welche im Hintergrund. Es gibt welche, die ganz klar im Vordergrund stehen. Einfach durch unsere Unterscheidung während dem Bildaufbau in Hinten und Vorne. Hinten sind die Dinge diffuser, verwaschener, vorne sind sie klarer.
Von unten könnt ihr jetzt nochmal ein Goldocker hineintupfen mit einem Aquarell-Naturschwamm. Das gibt dem Bild ein bisschen Leuchtkraft und Boden. Und ihr seht, das Braun geht ein bisschen ins Orange, was die Komplementärfarbe ist zum Blau. So habe ich also eine gute Harmonie im Bild. Wenn alles trocken ist, könnt ihr zart, wirklich zart, so dass man es fast, dass es überhaupt nicht auffällt, mit einem schwarzen Buntstift, ich nehme den von Faber-Castell, könnt ihr einzelne Details ein bisschen konkretisieren, gerade zwischen diesem Weiß und dem blauen Hintergrund. Aber wirklich bitte nur sehr, sehr zart. Es darf nicht zu viel auffallen. Nun noch die grünen Tupfen in die Glöckchen malen, an den inneren Kelch der Schneeglöckchen. Und schon sind wir fertig mit unserem Bild. Herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auf weitere Bilder mit euch. In den nächsten Tagen gibt es ein weiteres Schneeglöckchenbild. Und ja, bis bald. Alles Gute euch. Genießt diese wunderschöne Frühlingszeit. Es gibt sie nur einmal im Jahr. Achtet darauf, dass ihr manchmal Zeit findet und auf kleine Details achtet, wie die Knospen sprießen, wie die ersten Blumen ihre Köpfchen aus der Erde schieben und so weiter. Man kann das wunderschön beobachten. Alles Gute euch und bis bald. Tschüss!